Videotagebuch Samstag. Wir haben jetzt mittlerweile schon späten Nachmittag. Auch heute sehr große Probleme mit dem Sehen. Teilweise, ich habe jetzt hier eine, nur zur Erklärung, ich habe einiges vorbereitet. Notenpapier, altes Papier, neueres Papier. Ich sortiere es mir gerade mal so ein bisschen hier an die Seite. Methodenpapier. Und hier habe ich mir auch einiges vorbereitet. Das sind diese schönen Blumen aus dem Edwardian-Buch. Das ist Ludwig Richter. Das sind so einige Sachen aus, keine Ahnung, Merian, Gartenbücher, alte Merian aus Tal de Loire. Dann haben wir hier, keine Ahnung, wo sind wir denn da? Da sind wir, glaube ich, in Wien. Das habe ich mir so rausgeholt schon. Und machen wollte ich ganz gerne heute. Jetzt habe ich an der Kamera gerutscht. Entschuldigung, da lag das eine Papier etwas drunter. Das hatte ich nicht gesehen. Übrigens, ja, diese ganze Werbung, die man ewig überall drin hat. Ne? So, wir fangen mal an mit diesem hier. Ich habe hier schon in diese. In die Knicks habe ich schon ein Washi von links und rechts geklebt. So, das mache ich jetzt gerade noch mal ganz kurz. So. Genau. Und ich wollte es jetzt als erstes mit Papier bekleben und dann mit diesen Bildern, die ich mir rausgesucht habe, etwas verzieren. So, dafür brauche ich ein bisschen Platz. Und da fangen wir einfach mal hier an. Fangen wir einfach mal hier innen an, ne? Ja, was soll ich erzählen oder was kann ich erzählen? Heute Morgen sind wir noch einkaufen gefahren. Mehr recht als schlecht habe ich es geschafft, soeben. Also morgens sind meine Augen ganz besonders empfindlich, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist, ich kann es einfach bald schon gar nicht mehr verstehen, woran es liegt, sage ich ganz ehrlich. Es ist unbegreiflich. Denn tagsüber habe ich alle Stunde getropft jetzt und bin da auch bei geblieben. Und nachts habe ich Salbe, die ich dann auch zweimal nachts rein tue. Und ansonsten habe ich so künstliche so Tränen oder wie das heißt. Die werden auch fleißig benutzt. Also daran liegt es nicht. Es wird alles reichlich benutzt. Und ich versäume es auch nicht. Also es ist unbegreiflich. Diese extreme Lichtempfindlichkeit, wenn die bleibt, dann bin ich aufgeschmissen, dann bin ich verloren, ehrlich gesagt. Weil ich kann am PC, ich kann nichts machen. Es ist so furchtbar schmerzhaft. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist absolut eine Katastrophe. Ja, es ist schlimm. Es ist ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob es speziell. Ich habe meinen PC schon ganz dunkel gestellt, genau wie den Fernseher. Da habe ich schon alles Mögliche dran rumgestellt. Auch Fernsehen ging heute nicht mehr. Es tat einfach so und so weh. Ich konnte es einfach nicht erhalten. Also man muss sich das vorstellen, ich versuche einen Film zu gucken und ich kann die Augen einfach nicht aufhalten. Es ist so schlimm. Ich kann die Augen einfach nicht aufhalten. Und dann habe ich. Knibbel ich immer die Augen zu und halte sie mir schon zu und gucke so durch die Augenecken durch nur noch und es ist grauenvoll. Ja, ich weiß nicht, weiß es einfach nicht. Ja, das Einzige, wo ich mich etwas ablenken kann, ist tatsächlich, wenn ich jetzt hier mich hinsetze und ein kleines bisschen bastel. Denn dieses Licht tut mir hier nicht so weh, was ich hier habe. Und ich kann weder lesen. Also ich kann nicht lesen. Das ist natürlich ganz übel. Ich hätte so viele tolle Sachen, die mich jetzt gerade auch gut interessieren. Bücher und so weiter. Aber wie gesagt, ich kann es nicht lesen.
schöne Zeitungen habe ich noch liegen, die mich wirklich interessieren, die ich mir gerne ansehen und durchlesen würde. Es geht nicht. Und so liege ich immer wieder oben im Bett, abgedunkelt. Ihr müsst euch vorstellen, das ganze Haus ist abgedunkelt. Es ist absolut grauenhaft langsam. Hier in der Küche geht es, weil da jetzt auch die Küche an sich ist sowieso relativ dunkel, hier meine Küche. Und da geht es. Und wie gesagt, diese Lampen, die hier drin sind, die sind ja wohl nicht ideal zum Filmen, aber die sind jetzt für mich ideal zum Gucken, ne? Tja. Hätte ich jetzt richtiges, womit man filmt, ich denke nicht, dass ich dann hier noch überhaupt irgendwas machen könnte, ne? Habe ich jetzt das gleiche Papier erwischt? Ja, dann machen wir das hier oben hin. Ist nicht so schlimm. Ich greife einfach. Ach so, warte mal. Hier oben habe ich noch gar nicht hingegriffen. Ich habe auch jetzt seit einiger Zeit, es ist allerdings Englisch, Kurzschrift. Kurzschrift, finde ich, sieht auch richtig klasse aus, ne? Guck mal. Und das ist natürlich ganz toll. Und hier sind noch alte. Das ist, glaube ich, aus diesem alten Dr. Oetker-Buch. Also ich habe jetzt jede Menge Bücher angefangen. Ihr seht es, da ich jetzt vermute, dass ich in nächster Zeit fast nur sowas machen kann, bin ich jetzt natürlich da bestrebt. Warte mal, habe ich hier vielleicht ein längliches Stück, was ich hier noch so rein. Das müsste passen. Passt, sitzt und hat Luft. Ja. Es ist schwierig. Es ist besonders schwierig, wenn man nichts mehr machen kann. Ne? Wenn man sich. Ich meine, jemand wie ich, der sitzt im Grunde, sitzt ja 80, 70, 80% des Tages sitze ich am PC. Ja? Entweder mache ich selber Beiträge oder arbeite meine Bilder, gucke Filme, nicht? Alles Sachen, die ich am PC mache, gerne mache. Tja, und machen wir noch ein Shorthand hin, oder? Ist einfach klasse. Andersrum. Ja. Und jetzt auf einmal bin ich vollkommen hilflos und kann wirklich nichts mehr machen. Naja. Dabei ist das schöne Wetter draußen, nicht? Also man könnte es ja theoretisch, könnte man das ja jetzt richtig genießen. Aber das ist für mich eine Qual und dann kann ich nicht schauen. Also was will ich da, ne? Sitze ich also in der dunklen Bude drin jetzt, ne? So ist es doch. Warte mal, habe ich ein bisschen breiteres Stückli? Ein breites Stückli habe ich auch. Ja, ich habe hier jetzt habe ich den Namen wieder nicht. Lori bub, aus LA, Kalifornien. Wenn ich mal irgendwas mache, was für sie besonders typisch ist, dann werde ich sie ganz sicherlich verlinken. Aber sie hat immer erzählt, Underpants. Sie macht bei ihren Bildern immer Underpants. Da habe ich mich immer schon gefragt, was sind Underpants, ne? Ja, das ist dann immer so Papier, was sie unter ihren Mixed-Media-Arbeiten hat, schichtweise. Und ja, dieses Mixed Media weiß ich nicht, da werde ich nicht so ganz warm. Also ihr seht ja, bei mir überlappt sich das auch schon mal, das Papier. Das ist ja auch klar. Aber also so 10 Schichten übereinander kleben und dann noch dies und dann noch das und dann noch Farbe und ich weiß nicht, also ja, bin ich nicht so ideal. Finde ich für mich jetzt nicht so ideal, ne? Haben wir noch ein kleines? Das ist zu klein. Noch ein anderes kleines zufällig. Naja, dann reißen wir uns eins. Ist kein Problem. Wir haben ja genug. Ja, das ist das Schöne, wenn man so ein bisschen Papier vorbereitet hat, dann kann man ganz fix. Ups, ein bisschen mehr Kleber kann ich aber doch vielleicht gebrauchen. So. Ein bisschen mehr Kleber. Ja, seht ihr, so geht das ganz rucki-zucki, ne? Da arbeiten wir uns jetzt weiter vor. Irgendwie. Ich brauche jetzt auch gar nicht lang denken. Ich greife links herum und rechts herum dran und
Das passt schon irgendwo. Das passt schon irgendwie dann. So. Vielleicht den in der Mitte. Passt der hier rein? Der würde passen. Dann nehmen wir den. Ja. Also ganz ehrlich, so ein bisschen ungeduldig bin ich wirklich und ich bin auch ziemlich nöckelig mittlerweile. Und das geht ja jetzt nun schon wochenlang und immer wenn ich denke, es ist besser, dann haut es mich wieder vom Hocker und dann ist wieder dies schlimm und das schlimm und es ist einfach, es ist einfach ekelig. Ne? Es ist einfach wirklich ekelig. Ich weiß es nicht. Also. Naja. Also das ist, ihr müsst euch vorstellen, das ist tatsächlich im Moment das Einzige, was ich noch zu Wege bringe. Das ist so eine kleine Bastelei hier. Alles andere geht nicht. Ja, PC, wie gesagt, jemand wie ich, der den ganzen Tag sonst am PC verbringt und da irgendwas dann rummanagt, für mich ist das wirklich schwierig. Aber wenn ich jetzt lesen könnte, ne, dann wäre das halt nicht ganz so schlimm. Dann könnte ich sagen, gut, okay, ich lese jetzt. Ich habe tolle Sachen, kann mich beschäftigen. Aber was soll ich machen, wenn ich gar nichts mehr sehen kann, wie jetzt im Moment? Und, tja, Fernsehen fällt auch praktisch flach. Ne? Ja, bei dieser Gelegenheit kann man zum Beispiel diese ganzen ganz alten Papiere gut verwenden. Hier tun wir es hin. Die sonst einfach für nichts mehr zu gebrauchen wären, weil die einfach so mürbe sind und so fragil, dass die einfach unter den Händen zerfallen praktisch. Ja, Kinders. Ich mach's mal. Wobei, ich muss mal gerade überlegen, das wird so gefaltet. So. Dann hätten wir hier außen und da außen. Wir überlegen, ob wir die beiden außen vielleicht einfach mit dem Papier bekleben. Komplette Mang könnte man ja auch machen. Ne? Steht uns ja nichts im Wege, das so zu tun. Ja, also ich mache jetzt im Moment ganz bewusst, weil ich kann eh nur kleben oder eine Collage machen oder so, mache jetzt ganz bewusst mal wieder wirklich Müll, um zu zeigen, also man kann auch aus solchen Sachen irgendwie noch was machen, ne? Auf irgendeine Art. Ne? Bin ja wohl der Letzte, der nicht gerne neues Papier verwendet und aber man muss also nicht immer nur neues Papier verwenden. Man kann auch wunderbar, Moment, ich versuche mal so, und dann haben wir hier gleich dann so einen, den können wir da auch schon reinklebern. Ja, also es ist so schlimm, dass ich mir am Laptop zum Beispiel bei YouTube praktisch nicht mal mehr eben ein Hörspiel oder ein Hörbuch, besser gesagt, raussuchen kann. Weil das, sobald der Monitor angeht, drehe ich durch. Die Augen fangen an zu tränen, es schmerzt unerträglich. Also, ich verstehe es selber nicht. Ja, ich mach mal eine Pause, es wird euch zu langweilig. Ich mache so weiter und melde mich, wenn ich mehr habe. So, ich habe das fertig geklebt. Ich wollte euch das gerade zeigen, so den Zwischenschritt. Das hattet ihr ja gesehen. So. Hier habe ich so ein Papier, ich weiß nicht, es könnte aus der Daphne sein. Und hier habe ich auch ein neutrales Papier. Jetzt ist das natürlich alles noch sehr, sehr feucht. Ich lasse das jetzt ein bisschen trocknen, lege das auf die Seite. Hoppala. Und fange jetzt mit dem zweiten an. Und da fange ich genauso an wie mit dem ersten, indem ich hier auf die Knicks Washi-Tape klebe. Ne, das ist einfach zur Verstärkung. Sieht besser aus. Oh, jetzt das Suchen immer von dieser Stelle, wo es aufgehört hat. Da. Hier ist es. Okay. Sehe mal der gleiche Mist bei mir. So, das sieht ordentlich aus, meines Erachtens. Ich weiß es nicht. Also mir geht es heute gar nicht so besonders gut. Das Wetter ist so
Warte mal, wo ist der Knick genau? Hier oben ist gar kein Kleber dran. Sehe ich gerade so im Gegenlicht. Bin so haarscharf daneben hergeschraubt anscheinend. Hier. Ja, so ungefähr. Das ist so, so drückend schwül und so. Boah. Das Einzige, was wunderschön ist, jetzt liegt aber meine Zeitung unter, das Einzige, was überall wunderschön sind, sind wirklich die Rosen in diesem Jahr. Bei uns vor der Tür, es ist so eine Freude, diese Rosen zu sehen. Und wenn man so draußen so vorbeifährt, irgendwo bei den Leuten, alles üppig, wunderschön. Es ist wohl ein richtiges Rosenjahr hier. So ein Aufbäumen der Natur, denke ich manchmal. Ne? Wer weiß, was danach kommt. Ja, wir hatten das schon mal erlebt. Wir hatten eine Buddleia hier vor der Tür stehen, bei der Küche. Und die war all die Jahre, hat die wunderbar geblüht und die Schmetterlinge waren da und das war alles prima und war toll. Und hat auch üppig geblüht. Und dann hat sie ein Jahr, ist sie unheimlich gewachsen, hat geblüht wie verrückt. Ich muss mal gucken, ob ich den Knick wiederfinde. Hier irgendwo. Hat geblüht wie verrückt und ist eingegangen. Danach war sie tot. Ja, ganz seltsam. Ganz seltsam. Und diese Buddleia, die habe ich sehr, sehr geliebt, weil ich liebe ja, wenn die Schmetterlinge kommen und so weiter, das ist ja klar. Gut, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir das hier nicht alles aneinander Klebratismus-mäßig mache. Das ist ja nicht so angenehm. So, der Stift kann auch wieder weg. Den brauchen wir nicht. Ich klebe das jetzt wieder voll. Wenn es soweit ist, dann guck mal, ich habe die Lampe weggedreht, dann seht ihr gar nichts. Melde ich mich wieder, ne? So, auch das zweite habe ich beklebt. Auch hier wieder die beiden Außenflächen einheitlich. Auch das muss ich erst etwas zur Seite legen und ein klein bisschen trocknen lassen. Ich könnte vielleicht jetzt schon mal bei dem, ich muss mal so ein bisschen ausbreiten, bei dem ersten schon mal anfangen, so ein klein bisschen ein Lärm. Ein klein bisschen Halt machen. So, was habe ich denn jetzt hier für eine Farbe dran? Also irgendwie kombiniert das noch nicht, was ich wollte. Aber ist egal, spielt nicht so die Rolle eigentlich, ne? wie wir das genau machen hier. Hauptsache, es ist ein bisschen alt. Halt hier hin, im Mülleimer mit dir. Ja, das ist, weil ich immer nur ein Stempeldings benutze. Ja, ich kenne ja Leute, die haben dann für jede Farbe haben die so ein Stempeldings und so ein Schwämmchen. Und viele machen das ja auch mit Kosmetikschwämmchen, was ich ja auch klasse finde. Aber ehrlich gesagt, ja, muss nicht unbedingt sein. Kann ruhig so ein bisschen ineinander übergehen, farbtechnisch. Ich habe da keine Probleme mit. Oder? Ist das jetzt zu störend für euch? Nö, ne? Man hätte das natürlich genauso gut vielleicht vorher machen können, aber ich finde, es geht jetzt auch wunderbar. Kein großes. Es geht auf jeden Fall schneller, als wenn ich jedes einzelne vorher fummelig dieses dünne Papier einfärben wollte. Seht ihr, ich bin jetzt hier schon fertig. Eine Seite. Und voilà, Notenpapier zurück. Allem. Hier wollen wir mal sehen, dass wir wieder drauf kommen aufs Papier. Dann geht das etwas einfacher. Ja, ich hoffe, dass wir vielleicht morgen früh einen kleinen Spaziergang machen können. Ich muss sagen, heute Morgen, ich war um 4 Uhr, ich hatte mir extra einen Wecker gestellt, wollte aufstehen, aber... Oh, guck mal hier. Ich fühlte mich nicht so und... Wetter war auch nicht so richtig prickelnd und dann habe ich gedacht, leg dich wieder hin. Nochmal Salbe in die Augen gegeben, nochmal hingelegt und dann war es auch gut. Naja. Ja, das färbe ich auch ein, das ist mir zu weiß. Das ist mir zu weiß, viel zu weiß, viel zu aufdringlich. So, und hier die Ecken.
Das ist ein süßes Papier, ne? Mit diesen Blüten und den Schmetterlingen da drin. Niedlich. Das lassen wir in der Mitte etwas heller. So. So, das zweite. Und dann werde ich erstmal noch mal eine Pause einlegen. Fangen wir hier wieder an. Ja, ich möchte eigentlich mit dieser Art basteln ein bisschen mehr darauf hin, ja, hinweisen, oder das ist schon zu viel gesagt, mal zeigen, einfach wirklich zeigen, dass man fast aus allem noch irgendwas machen kann, ne? Ich bin ja ein ganz großer Verfechter von Secondhand und gebraucht und ja, ich kaufe, also ihr wisst es, ich kaufe ja sehr viel, wenn auch größere Anschaffungen, oft gebraucht. Und ja, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Also da habe ich, finde das gut. Möbel habe ich zum Beispiel immer, habe ich glaube ich schon mal erzählt, habe ich aber immer gebraucht. Entweder sogar vom Sperrmüll, habe sie mir dann fertig gemacht, angestrichen. So, meine Möbel sind eigentlich immer angestrichen. Ich habe meistens blaue Möbel, also schon immer als junger Mensch schon hatte ich blau sehr gerne. Und hatte meine erste Wohnung war alles blaue Möbel in der Mansarde und es war ganz toll. Es sah richtig klasse aus, uralte Schränke und Kommoden. Ja, es war schön. Das war noch bei meiner Oma im Haus. Die hatte mir damals netterweise, als ich noch in der Lehre war, Obdach weiterhin gewährt. Und erst als ich dann wieder mit meinem Mann zusammenkam, haben wir dann erst noch sogar noch bei meiner Oma gelebt. Fand sie so ein bisschen komisch. Zu der Zeit war das halt noch nicht so, ne? Und dann sind wir halt so, sind wir halt ausgezogen und hatten unsere erste Wohnung. Ich werde es nie vergessen, in einem Mietshaus in Handorf. Da lebte ansonsten nur Bundeswehrvolk, hätte ich fast gesagt, Bundeswehrangehörige. Nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So. Wir waren damals sehr, sehr jung. Ich lasse das jetzt trocknen und melde mich bald wieder. So. Ich habe jetzt noch einige kleine Stripsel rausgesucht, die vom Basteln übergeblieben sind, so verschiedenes. Und will mal gucken, was ich da vielleicht noch von verwenden kann. Ich lege mir das mal so hier oben hin. Hier legen wir uns jetzt wieder eine Zeitung hin fürs Kleben. Und ich hoffe, wir können jetzt weitermachen hier. Ja, ich hatte das so ein bisschen draußen in die Sonne gelegt. Das reicht ja dann auch schon fast, ne? So, guck mal, das passt jetzt gar nicht alles rein, wie ich es dachte. Ist das andere länger? Mal eben kurz dran gehalten. Ja, das andere ist länger. Müssen wir das umdisponieren. Kein Thema. Dann machen wir dies hier rein. Genau, ich wollte das gerne hier so rein. Und dass wir das ruhig so hier noch ein bisschen kleiner reißen hier auf dieser Seite. Also ich liebe ja diese Bilder, diese von diesem Edwardian. Ah, schön, ne? Muss man sich mal vorstellen, da nimmt sich einer die Zeit, malt alle Blumen, die er sieht und alle Pflanzen, die er sieht und beschriftet sie. Es fehlen einige, wie bei dieser, einige ganz wenige Beschriftungen fehlen. Alles andere ist korrekt beschriftet und macht das für seine Kinder. Also ich meine, ganz ehrlich, wer würde heute sowas noch tun? Ne? Wer würde sich heute noch die Mühe machen, so viel zu investieren an Zeit, an Mühe? Ich denke, das sind die allerwenigsten. Schien eine schöne Zeit zu sein, auch danach, Editoren und so weiter. Ich meine, dann haben sich die Leute wirklich noch Zeit, beobachteten die Natur, hatten Freude daran. Ich überlege gerade, auf welche Seite. Ich hätte es gerne auf diese Seite gebracht. Und dann wäre es eigentlich ganz schön, wir hätten da vielleicht noch irgendwas dagegen zu setzen. Darf natürlich jetzt nicht aufdringlich sein.
Nee, das geht alles nicht ein. Moment, die Brille muss ich mal eben auf die ganz Außenschiene legen. Vielleicht einfach nur so. Ist auch ein bisschen blöd, ne? Muss man jetzt mal gerade zugeben. Ist blöd. Vielleicht sollte ich das einfach so stehen lassen, wie es ist, dieses Bild. Muss mal gucken. Ich glaube, es wirkt dann besser. Ja, könnte natürlich noch was hin. Was habe ich denn? Was habe ich denn? Was nicht so aufdringlich ist. So gewollt blöd, ne? Ja, ich sehe schon. Warte mal, wie wäre denn, wenn wir da einfach versuchen, so ein Strippel dran lang zu ziehen? Nur so ein schmales. Moment, wo ist das Lineal? Oh, lieber Gott, jetzt ist der Tisch so voll. Sag mal, wo habe ich die Lineale, die Reis zum Reißen hingeteilt? Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Nope. Nope. Ich habe es nicht. Aber wir könnten. Warte mal, oder dieses hier. Ein Moment. Ich habe hier auch noch. Wie wäre es? Oh, wenn. Nee, das wird. Das haut zu durch. Das auch. Diese Bordüren sind zu grell. Schwierige Sache. Ich überlege gerade, dann wenn dann so, wenn dann so, ne? Wenn überhaupt dann so. Was jetzt ein bisschen arg blöd ist, ich finde meine Lineale nicht wieder. Die liegen irgendwo drunter, verbuddelt, aber. Bitte wo? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Bitte, wo sind sie? Warte mal, hier. Das ist nämlich etwas einfacher, wenn ich das jetzt so reiße. Ah. Meine Güte, lieber Gott, wie kann man hier? Genau. Noch gerade, als ich diese Papiere hier zum Trocknen draußen hatten, haben wir gerade eine ganz leckere Erdbeermilch. Wir hatten heute noch Erdbeeren vom Erdbeerbauer mitgebracht hier aus der Gegend. Ja, die haben überall Straßenstände, man kann das ja überall dann kaufen und super frisch, ne? Und ja, prickelnd ist es nicht. Und mal gucken. Ich finde dieses Bild so wunderschön. Das reiße ich aber gerne. In der Hoffnung, dass es mir gelingt. Erdbeeren, ja, und die waren super, super reif. Wir konnten die gar nicht so schnell aufessen heute. Zwei Schalen. Dann haben wir da Erdbeermilch gemacht. Oh, lecker mit Mandelmilch und super, super lecker. Also wirklich delikatessenmäßig. Keine Schnitt an der Sage. So, jetzt wäre es natürlich nett, wenn ich jetzt irgendwas hätte, was ich da mal drunter setzen könnte. Ah, kleb schon fest, halt. Das ist ja. Das ist ja was. Ah, Moment. Mal heraus mit diesem. Ja, man hat irgendwann nur noch Reste liegen, ne? Man hat irgendwann. Ein Moment, wie wäre das? Ja. Wo war das? Eine Schicht tiefer. Dann nehmen wir die mal raus. Die. Dieses, wie sieht das aus? Mal eben.
Ne, zu unruhig. Zu unruhig. Ja, pass auf, wir wollen ja jetzt nicht zu pingelig werden. Okay, wir machen das mal so. Ja, ein schönes Stück übrigens noch. Da muss ich mal... Das ist ja ein schönes Papier hier. Wow. Wenn ich das so machen würde. Das ganze Gold. Wow, oder? Ich glaube, ich mache es so, wie ich es gerade dachte. Ein Auge pickt. Dann machen wir das möglichst so, dass ich da noch ein bisschen was anderes mitmachen kann mit dem Rest, ne? Okay. Das sieht ja toll aus, oder? Hm? Wenn ich das jetzt so ein bisschen... wo habe ich denn meine Krackelschere? Wenn ich das jetzt so ein bisschen ankrackele und hier noch ein bisschen ankrackele, dann könnte man das auch noch ein kleines bisschen... Ich klebe weiter und mache hinterher noch mal ein bisschen weiter. Ist viel zu langweilig für euch, ne? Hallo, ihr Lieben. Videotagebuch geht weiter. Jetzt ist es allerdings schon mitten in der Nacht. Ich kann nicht schlafen und wollte jetzt eben meine Sache hier fertigstellen von Samstagnachmittag. Wir sind jetzt schon Sonntag. Sonntagnacht. Ich kann gerade nicht die Uhr lesen von hier aus, aber es ist nachts. Ich habe schon im Bett gelegen, aber Hörbuch gehört, wie eigentlich jetzt jedes Mal. Und dann, ach, es ist dann wieder aufgestanden und dann dies und dann das. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich auch genauso gut gerade eben mein Basteln fertig machen. Eigentlich wollte ich gerade nur mal gucken, aber wie das dann immer so ist bei mir, aus dem nur mal gucken, mal eben schnell fertig machen, ne? So geht's halt immer. So geht's halt immer wieder. Ja, es ist nicht so einfach. Gestern Abend wollte ich eigentlich diesen Film gucken, Elliot, der Drache, diese Walt Disney-Verfilmung, und es war mir nicht möglich. Es hat so furchtbar in meinen Augen gebrannt, dass ich konnte nicht, wir mussten aufhören. Also mein Mann ist dann auch ins Bett gegangen. Es ist nicht schön, wenn man halt immer wieder nur Schmerzen hat und... Ach, hier habe ich kein Licht, und dann seht ihr das alles gar nicht womöglich, ne? Ja, so ist es halt. Es ist nicht angenehm. Das ist aus einem Buch in Wien. Und ich wollte jetzt... ich gucke gerade, ich bin noch nicht ganz so mit mir einig, zwei Bellybands machen. Ach so, ja. Und hatte dann eigentlich vor, die Sachen, die ich gebastelt hatte gestern, so einzustecken. Einfach in die Bellybands. Einmal da und einmal da. Nur, das weiß ich leider im Moment nicht genau,
Lass ich mal eben schauen, ob ich da vielleicht was Besseres finde, ganz kurz. Ich müsste schon so ein bisschen kartonagemäßig was sein, was ein bisschen dicker ist auch. Es muss ja auch was halten, so ein kleines bisschen. Das ist alles zu klein. Warte mal, das würde gehen. Und das würde gehen. Okay, dann hätte ich vielleicht genug schon. Aber mal eben schauen. Dann legen wir den einmal weg. Dann mache ich hier ein... wollte das so ungefähr. Und so ungefähr. Ja, dann brauche ich nur noch Fabri-Tac. Ich glaube, ich mache es unten zu, sonst fällt es immer raus, ne? Ja, ich muss natürlich richtig... mache ich das auch nach innen? Ja, mache ich auch nach innen. Moment. Ja, ich kann es nicht sagen. Ich bin langsam wirklich ein bisschen sehr deprimiert darüber, muss ich ehrlich sagen, weil das fiel mir jetzt gestern auf. Ich fragte noch, ich sage, Mensch, wie lange ist die erste OP eigentlich her? Und da sagt mein Mann, die erste OP war vor 4 Wochen. Ja. Und 4 Wochen Schmerzen ist schon... Ach so, jetzt habe ich an eins nicht gedacht, an die Höhe. Ups. Ups. Ja, dann ist das halt jetzt so. Habe ich einen Denkfehler gemacht. Also gerade wird es gehen. So ganz gerade wird es irgendwie gehen. Ich muss mal eben trocknen lassen, dass es nicht wieder sich hochribbelt. Moment, Fabri-Tac einmal zu. Ja, ein klein bisschen anpassen, farblich. Ach, da brauchen wir nicht viel Theater machen. Ich weiß jetzt nicht, diese Papiere hatte ich ja immer schon und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch hier so ein kleines Washi-Tape, damit die Ecke auch ein bisschen ordentlich und sauber wird. Was hätten wir denn da? Nehmen wir das. Ja, hier hängt eine große Lampe, Entschuldigung, das macht jetzt ein bisschen Lärm. Hier ist so ein großes Washi, das hat so... Gesichter und alte Figuren drauf und ich mache das dann auch nur bis dahin. Ich denke, das reicht dann. Ja, so seht ihr, so verbringe ich meine Nächte. Ups. Ja. Wenn ich irgendwie morgen früh gucken kann, das heißt, es ist ja schon bald, das ist ja nicht mehr so lange, dann würden wir gleich irgendwann um geplante... jetzt habe ich es aber falsch. Gott im Himmel, hier ist aber wieder alles falsch. Ja? Kleberatismus. Dann haben wir eigentlich vor, ich habe die Zeit vergessen, ich bin so schusselig im Moment. Ach so, ja, so kurz halb vier oder sowas aufstehen. Kann ich das jetzt schneiden? Nicht so richtig gut. Hä? Und dann früh los. Ne? Und in den Wald, glaube ich, wollten wir morgens mal.
weil in der prallen Sonne rumlaufen ist ja, finde ich, auch nicht gerade prickelnd. So, Washi ist da. Dann können wir die beiden auch wegtun. Ja. Ich schreibe eben noch mal, was haben wir für ein Datum? 15. 16. glaube ich, ne? Oh, schreibt nicht mehr richtig. Da muss ich mal einen Zettel nehmen. Der tut's aber, ne? 16. Juni 19. Bin mir nicht sicher. Oder ist der 15.? Ich weiß es nicht. Ist egal. Auf den Tag kommt es nicht an. So, das ist dann schon eigentlich fertig. Ich zeige euch die Seiten. Das ist in Wien. Das gefiel mir ganz gut. Alte Schrift und so. Das schöne alte Papier. Und das ist der erste Einstecker. Könnt ihr sehen? Der käme dann hier rein. Der zweite Einstecker. Andersrum. Muss ich es euch so rum zeigen? Könnt ihr sehen? Ja, ne? Der käme dann hier rein. Das sind aber zwei dicke Dinger, die ich jetzt hier habe. Aber okay, einmal kann man sich das erlauben. Ich habe noch 1, 2, 3 Seiten ungefähr. Muss ich mal gucken, dass ich vielleicht noch eine Seite rausnehme, sonst wird es einfach zu dick. Aber mir fiel jetzt gerade nichts anderes ein. So, insofern ist diese Geschichte abgeschlossen, diese Bastelgeschichte. Videotagebuch Samstag und Nacht auf Sonntag. Ende. Ich hoffe, es geht mir morgen mit den Augen besser, dass ich endlich mal wieder ein bisschen spazieren gehen kann. Mit Fotos werde ich wohl nicht viel machen können, denke ich. Aber egal. Bin ziemlich müde jetzt. Macht's gut, ihr Lieben.